Wir sind heute im Gespräch mit Herrn Thomas Nöttling, der anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven von der Stadtgemeinde Mödling einen Kompositionsauftrag erhalten hat. Dieser steht unter dem Titel Beethoven Walking und wir freuen uns alle schon sehr auf die Uraufführung. Möchten Sie uns einen kleinen Einblick in das Leben als Musiker geben und verraten Sie uns, wie Sie zur Musik gekommen sind? Danke vorerst mal für die Einladung. Musik hat mich von klein auf sehr beschäftigt. Also wir haben zu Hause einen Flügel gehabt. Ich habe, sobald ich hinauf konnte, dann auch versucht, da Töne herauszuzaubern. Oder am Deckel vom Klavier habe ich Eisenbahn gespielt, während mein Vater gespielt hat. Und in weiterer Folge wollte ich als Kind dann schon Klavier lernen und habe dann natürlich auch mich mit klassischer Musik beschäftigt und aber sehr bald auch versucht, Eigenes zu finden, über das Notenbild hinaus eigene Klänge. Sie haben ja schon in ganz vielen verschiedenen Ländern, sogar in verschiedenen Kontinenten Konzerte gegeben. Ist es dennoch für Sie etwas Besonderes, in der eigenen Stadt zu spielen? Es ist einfach schön, wenn man einen Reisekoffer hat an Erfahrungen, an verschiedenen Musikrichtungen und was einen prägt am Reichtum. Und wenn das dann auch in der Stadt, wo man selbst wohnt, geschätzt wird, ja sogar gefördert wird durch diesen Kompositionsauftrag. Und ich bin sehr, sehr froh über diese ganzen Erfahrungen, ob das jetzt Amerika, Spanien, Afrika oder Holland oder all diese Reisen mit verschiedenen Bandformationen haben mich sehr geprägt und jetzt bin ich in Mödling. Wie entstand das Interesse an Beethovens Musik? Spielt es vielleicht sogar eine Rolle, dass Sie beide in derselben Stadt wohnhaft waren bzw. sind? Der erste Zugang war eigentlich schon im Mutterleib. Also meine Mutter hat Beethoven-Symphonien gehört und das hat mich bestimmt emotional sehr geprägt. Ich schätze das sehr und in weiterer Folge jetzt, wenn ich da zum Beispiel in Beethoven Musikschule unterricht oder Beethoven Wanderweg herumspazier, da gibt es einfach einen Reichtum an Melodien, die man da findet, auch die aus Gehörten sich wieder produzieren lassen oder weiter verarbeiten. Ja, und das, ob das jetzt Naturgeräusche sind oder Rhythmen, die man irgendwo aufnimmt im Schritttempo oder ja, also insofern Walking ist das Thema. Bald findet Ihre Uraufführung unter dem Titel Beethoven Walking statt. Da spielen Sie ja Ihre eigenen Kompositionen. Worin besteht jetzt aber genau der Zusammenhang zwischen den Kompositionen von Beethoven und Ihren Kompositionen? Ja, zum einen interessiert mich sehr das Harmoniegerüst. Also ich habe viele Kompositionen von Ludwig van Beethoven analysiert und ich habe ihn aber auch kennengelernt als einen, der gerne an Grenzen gegangen ist, also was jetzt die Formen betrifft und aber auch Harmonisches. Das habe ich sozusagen fortgesetzt in seinem Sinn, dass ich jetzt Motive, die mich natürlich inspiriert haben, in meine Kompositionen einfließen lasse, aber jetzt nicht so, dass sie sozusagen nebeneinander stehen, das ist er und das bin ich, sondern dass es sozusagen aufgenommen wurde in mein Vokabular und das gleiche auch die Harmonien, die viel mehr ausgeprägt sind, auch jetzt in Nebenseptakkorde oder ja, also wie es halt im Jazz üblich ist, vierstimmig. Jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Nöttling. Was ist für Sie das Besondere, wenn Sie auf der Bühne stehen? Die Momentaufnahme, auf jeden Fall. Ja. Das ist eine Reaktion auf das, was das Publikum mitbringt auch weil die Begeisterung im Publikum natürlich dann einen nochmal anfeuert auch. Aber es ist auch eben ein Reisekoffer, den man hinstellt auf die Bühne, ein Reichtum, den man teilen möchte. Wir bringen Neues zustande, was eben einmalig ist. Ja, also das ist jetzt nicht jeden Tag das Gleiche, deswegen macht es durchaus Sinn, auch am gleichen Ort zweimal hintereinander zu spielen. Man wird es neu erleben, die Stücke. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir freuen uns eigentlich schon auf das, was kommt. Danke für die Einladung.